Ich lebe gerne hier in Oberneudorf. Wir haben hier eine hervorragende Dorfgemeinschaft. Wir machen viele Sachen zusammen. Wir haben zum Beispiel im Friedhof Arbeiten durchgeführt. Wir haben Randsteine gemacht. Wir haben dies und jenes. Hier in Oberneudorf ist es hervorragend zu leben. Hier schoss Prinz Wilhelm von Baden, der Heger der Odenwälder Auer- und Birkwildjagd, am 7. Mai 1895 seinen letzten Auerhahn. Ein Denkstein mit dieser Inschrift im Waldgebiet Auchet erinnert noch heute an die Jagd, die in Oberneudorf stets eine große Rolle gespielt hatte und die im 19. Jahrhundert zumeist an Angehörige des markgräflich-badischen Hauses verpachtet worden war. Doch nicht nur mit der Jagd machte sich Oberneudorf landesweit einen Namen, sondern, man sollte es nicht glauben, auch durch Motorradrennen. Zwischen 1950 und 1954 organisierte der ADAC Odenwaldring mit Sitz in Buchen hier jährlich ein Motorradrennen, an dem über 120 Teilnehmer an den Start gingen und um die 17.000 Zuschauer anwesend waren. Die Fahrtstrecke führte vom Langenelzer Dreieck an der von Mudau kommenden Landstraße über Oberneudorf auf die B27 und von dort wieder zur Abzweigung nach Mudau. Sie betrug 3,9 Kilometer. Aus finanziellen Gründen wurden die Rennen 1955 eingestellt. Ein Denkmal am Rütschen Eck erinnert noch heute daran. Als eine der ersten Gemeinden im Umkreis erhielt Oberneudorf 1959 ein eigenes Dorfgemeinschaftshaus, errichtet von den Einwohnern in Eigenleistung und Zeugnis eines bis heute lebendigen Gemeinschaftslebens. Als Besonderheit wurde dem Gebäude eine Bundeskegelbahn integriert, über Jahrzehnte ein Geheimtipp für die Freunde des Kegelsports.